Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen etwas ganz Besonderes präsentieren, nämlich die B&W Nautilus, die Urschnecke, die wir hier im Hause unseres Kunden aufbauen. Die B&W Nautilus wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt, und zwar von Lawrence Dickey, der schon in den 80er Jahren das Matrix-Gehäuse etablierte, nämlich mit der 801-Matrix, die auch in vielen Studios sofort eingesetzt wurde. Lawrence Dickey war aber nicht ganz zufrieden mit den herkömmlichen Gehäusekonzepten und forschte immer weiter. Die Urmodelle der Nautilus, wie man sie hier im Bild sehen kann, zeigten schon darauf hin, dass es eine Schnecke geben würde, weil diese optimale Resonanzdämpfung bei gleichermaßen guter maximaler Frequenzausweitung bedeutet. Die Nautilus wurde später auch als Basis benutzt für die heute auch legendäre 800er-Serie von B&W, wo viele der Teile der Nautilus, nämlich diese aperiodisch bedämpften Hörnfortsätze zum Beispiel, zum Einsatz kamen. Die Nautilus ist, obwohl sie heute schon einige Jahre auf dem Markt ist, nach wie vor ein technisches Unikat und ihrer Zeit weit voraus. Heute sind wir hier angereist, um die Nautilus im Hause unseres Kunden zu installieren. Das Wetter leider nicht besonders gut, wie man auf den Aufnahmen sieht. Es war etwas mühevoll, die Lautsprecher ins Haus zu verschaffen, aber das war dann verbracht und so wurden sie aus ihren Kisten gehoben und auf ihre Sockel gestellt. Die Nautilus selber ist technologisch hochinteressant. Man sieht das hier schon bei den Auspackaufnahmen, feinstes Finish und die Technik mit den aperiodisch bedämpften Hornfortsätzen, nämlich die später sogenannte Nautilus-Technik, auch sichtbar gemacht. Die Lautsprecher sind bestückt, es ist eine Vierwege-Konstruktion mit vier Voll-Aluminium-Chassis. Im Bassbereich haben wir ein 300 mm Voll-Aluminium-Chassis, ein Mitteltöner, ein Töner für die oberen Mitten und ein Hochtöner. Die Trennfrequenzen ganz interessant. Der Bass geht bei bis 220 Hertz und die Mitteltöner bei 880 Hertz abgekoppelt. Bei 3,5 Kilohertz löst dann der Hochtöner ab. Die gesamte Konstruktion, die wir hier auch gut sehen, ist in Form eines Ammoniten ausgeführt, was enorme Vorteile hat, was die Resonanzbedämpfung angeht. Es gibt nämlich keine. Wir haben keine stehenden Wellen im Gehäuse. Das gesamte Gehäuse, was von seiner Form ja nicht ganz unkompliziert ist, ist aus GRP gebaut. Das ist ein Glass Reinforced Plastic, also ein Fiberglasverstärkter Kunststoff, der zusätzlich auch noch eine enorme Steifigkeit hat, aber auch recht leicht ist. Der Lautsprecher wiegt also insgesamt nur 45 Kilo und wird von dem 50 Kilogramm schweren granitähnlichen Sockel gehalten. Der sieht aber nur aus wie Granit. Das Material ist ein Compound-Werkstoff, Terrazzo-ähnlich, was eine wesentlich höhere Dämpfung und nochmal eine höhere Dichte auch als die reinen Steinmaterialien ergibt, die auch nicht diese hohe Dämpfung haben, sondern zu starke Resonanzen erzeugen würden. Die Nautilus ist interessanterweise vollaktiv ausgelegt. Man sieht hier die Frequenzweichen. Pro Box haben wir eine Frequenzweiche, die auch den Seriennummern nach zugeordnet werden. Durch die aktive Frequenzweiche anstelle einer passiven Frequenzweiche erreiche ich einen enormen Wirkungsgrad der Chassis und brauche somit auch weniger Verstärkungsleistung, was insgesamt zu einem feineren Ansprechen vom Lautsprecher führt und zu diesem unglaublichen Frequenzgang, den die Nautilus hat. Die ist linear bei plus minus 1 dB, nämlich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz, also eigentlich in dem Bereich, den man von uns als hörbar anerkennt. Der Lautsprecher macht aber bei minus 6 dB immer noch 10 Hertz im Tiefbass, was völlig einzigartig ist. Das liegt an diesem offenen System, was keinerlei Kompressionseffekte oder Begrenzungen erkennt. Wir stecken jetzt mal die im rein symmetrisch angelegten Steckverbindungen hier von der Frequenzweiche zu den Endstufen. Für den Lautsprecher brauche ich dann natürlich auch pro Kanal die vier Endstufen, um die einzelnen Chassis so auch anzufahren. Das Ergebnis der ganzen Geschichte, wenn die Verkabelung fertig ist,
Wir haben übrigens eine Reinsilberverkabelung, die direkt von den einzelnen Chassis rausgeführt wird aus dem Lautsprecher und hier in diesen Enden endet, die Sie hier sehen. Und diese werden jetzt auch ohne weitere Kabelschuhe oder Stecker, die hier nochmal einen Kontaktwiderstand erzeugen könnten, der ungünstig ist, direkt in die Endstufen verschraubt. Sie sehen das hier an den, wir verwenden hier in dem Fall Klasse CA 5300 Mehrkanal-Endstufen, jeweils eine pro Lautsprecher. Die Verstärker leisten 300 Watt pro Kanal und haben aber auch einen sehr hohen Class-A-Betrieb, der hier möglich ist und der wahrscheinlich auch an der Nautilus in vollsten Zügen zum Einsatz kommt. Die schrauben wir jetzt hier ein, die ganzen Kabelenden, und dann kann der Spaß eigentlich auch schon losgehen. Mit der B&W Nautilus ist B&W ein wahres Gesamtkunstwerk gelungen, was bis heute und wahrscheinlich auch für die Zukunft der Benchmark für viele andere Lautsprecher sein wird. Die ganze Konstruktion, die auch von ihrer Optik her wie eine unglaublich schön verarbeitete Skulptur daherkommt, hat auch ein klangliches Ergebnis, was seinesgleichen sucht. Die Basswiedergabe ist derartig schnell, offen, locker und tiefreichend, wie es selten zu hören ist. Und durch die Gesamtkonstruktion im Mittel- und Hochtonbereich ist eine Offenheit, eine Raumabbildung möglich, die fernab von dem ist, was wir ansonsten so gewohnt sind. Es ist eine gewisse emotionale Grundstruktur, die hier im Klang mit übertragen wird, die man bei anderen Lautsprechern bis heute vergeblich sucht. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war es auch schon mit unserer Schnecke, der Urnautilus von B&W. Das war wirklich etwas ganz Besonderes, was wir hier heute gezeigt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir unsere High-End-Komponenten vorstellen. Tschüss!